Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Kerbal-Fans, herzlich willkommen zurück hier beim Kerbal Space Program. Wir müssen mal gucken, was wir hier an Tag 12 im Jahr 1 anstellen. Irgendwie beginnen die Tage immer hell, wie es aussieht. Wir haben nur 0 Stunden und 12 Minuten an dem Tag und es ist strahlender Sonnenschein. Wir wohnen sozusagen auf der Zeitzonengrenze. Es ist wohl mittags 12 Uhr, 0 Stunden oder so, keine Ahnung. Gut, wir gehen mal zu unserem Moonlander, denn heute soll der Moonlander heimkehren. Die Spannung steigt, wir sind ultra nervös. Ich zumindest bin ultra nervös. Noch drehen wir hier unsere Bahn im Kerbal Orbit. So, ich check gerade mal, ob wir hier irgendwo noch Daten drin haben, die wir entnehmen müssen. Nein, haben wir nicht. Das trifft sich gut. Blub, blub, blub. Chaos. Dann gilt es, gen Heimat zu fliegen. Ich würde sagen, an der Periapsis geben wir mal Gas. Blub. Das ist unser Hauptproblem. Dass wir total schief kommen. Und wir einen Orbit haben, der größer ist wie der Mondorbit. Oh, leck's mir am Arsch. Aber vom Prinzip her macht's nichts, ja? Wir müssen einfach nur zurück nach Kerbal und dort landen. Also kann man sagen, das geht so klar. So, wir gucken uns das gerade nochmal an. Wir haben 193,7028 Meter pro Sekunde Delta V, die wir da rein buttern müssen. Ich bin gerade am gucken, was das hier ist. Sekunden, Minuten, Stunden, Tage. 11 Tage. Elf Minuten dauert es noch, bis wir da sind. 4 Stunden, bis wir dort sind. Alter, in 4 Stunden sind wir von Kerbal hierher geflogen. Das war, glaube ich, die falsche Richtung. Das ist, glaube ich, auch die falsche Richtung. So, wir setzen zurück auf das, was wir hatten. Das können wir ja mit Eingabe hier unten. Wir können hier alle Daten eingeben, die wir eingeben wollen. Ich kann zum Beispiel eingeben, ich würde gerne nur mit 190 Meter pro Sekunde brennen. Und dann stellen wir fest, oh, kommen wir nicht rum. 192 kommen wir auch noch nicht rum. 193, da kommen wir rein mit. Interessant, oder? Das heißt, ich kann meine Meter pro Sekunde in jede Richtung per Hand eintippen und der berechnet mir dann, wo ich landen würde und wie. Gigantisches Tool, was sie da aus dem Boden gestampft haben. Die NASA wäre froh, sie hätte sowas. Wir haben's. Unsere Kerbals haben es. So, wir müssen Prograde gehen.
Nicht retrograd, prograd. Und dann können wir mal ein bisschen Zeitbeschleunigung machen. Und dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Ich habe mich gegen stationäre Geschichten entschieden. Wäre eine Möglichkeit gewesen, dass wir das Raumschiffchen da im Orbit lassen. Und den hier abholen. Aber muss nicht. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob es nicht Sinn machen würde, auf den Planeten zuzubrennen. Aber da würde ich im Prinzip nur die Umlaufbahn verändern. Nicht unbedingt, wo wir hinfliegen. So, wir haben hier noch 390 Meter die Sekunde drin. Das trifft sich gut. Wir kriegen den kompletten Escape Burn noch mit unserem Lander Tank hin. Da sieht man mal, wie viel Energie wir dabei hatten. Normalerweise hätten wir den nicht mehr dabei, wenn wir starten. Und deshalb müssen wir das auch gut beäugen, mit wie viel Restsprit wir bei Kerbel oder bei Kerbin ankommen. Ob wir uns davon eine Landung erlauben könnten. So, wir gucken uns das Ganze an. Das sieht gut aus. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Können wir abhaken. So, jetzt müssen wir erstmal da raus. Können uns das gerne mal von hier angucken. Wie wir jetzt hier am Mond vorbei langsam an Höhe gewinnen. Haben wir alles schon hinter uns. Das haben wir uns alles angeguckt. Da unten, da sind wir schon zigtausendmal drüber geflogen. Nur jetzt erhöhen wir unsere Höhe. Und gehen nicht mehr zum Pol, sondern fliegen hier weg. Und da oben den Pol und die ganzen Krater lassen wir hinter uns. Ausrichten, please. Danke. So. Und tschüss, Moon. Wir sehen uns wieder. Winke, winke. Der Tag, wo wir auf dir landen, kommt immer näher. So, ja. Unsere Lage zu Kerbin ist fast gar nicht zu sehen. Da oben ist der Polkrater, an dem sind wir ja auch vorbeigeflogen. Jetzt müsste eigentlich gleich der Moment kommen, wo wir dem Mond entkommen. Und eine Kerbin-Umlaufbahn bekommen. Da ist was umgeschwenkt. Das bedeutet, wir machen mal langsam. Und gucken mal, wo wir sind. Ja, es ist was umgeschwenkt, aber noch nicht das, wo wir gedacht haben. Wir sind noch etwas länger unterwegs hier, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir dann wieder in einem Kerbin-Orbit sind. Ich glaube, hier kommt unser Übergang. Oh, alter Schwede. Da unten ist der Mun mit der Kapsel. Und Johanna, die wir retten sollen.
Guti. Wir gehen Retrograde. Jetzt wird's spannend. So, wie viel haben wir noch? Wie viel Delta V? Wo ist Kerbin? Da ist Kerbin. Wir müssen bremsen. Das war's. All. So, dann machen wir den Tank mal auf. Da haben wir schlagartig 1746 Delta V extra. Wir gucken aber erstmal, was wir jetzt da zusammengeburnt haben. Aber da kriegen wir nochmal einen Moon Orbit. Alter Schwede, wieso kriegen wir da nochmal einen Moon Orbit? So, Manöver hinzufügen. Da kommen wir ja garantiert noch vorbei. Also dieser Mund, wie der uns da beeinflusst, seht ihr das? Das ist brutal. Das ist echt brutal. Was passiert, wenn wir hier... Na, ich will nicht retrograd zum Mond brennen. Nein, oh, mach doch sowas nicht. Ich will gerne noch vorher brennen, dass wir zurückkommen. Kriegen wir das hin, bevor wir den Mund treffen? Ich würde sagen, ja. 236 sind auch nicht viel. Ich würde sagen, go. Gar nicht lange rumrätseln. Einfach volle Kanne reinhauen. Der Sound war ganz komisch und ich höre auch nicht, dass ein Triebwerk brennt. Das war der falsche Knopf. Fuck. Es geht wieder alles schief. So muss das. Ist das Kollisionskurs, wo wir gerade drauf sind? Ist das Kollisionskurs, auf dem wir uns gerade befinden? Er sagt, die Periapsis ist 156 Meter. Ne? Zu was? Also auf jeden Fall Kollisionskurs. Kollisionskurs ist gut. Tschüss, Beiner. Ich hoffe, die kriegen dann auch Kollisionskurs. So, jetzt haben wir noch 1458. Puh. Wir müssen versuchen, den Orbit wieder etwas größer zu machen. Denn wir wollen nicht aufschlagen, wenn wir zurückkommen. Wir würden, wenn es geht, gerne in die Atmosphäre kommen, zum Runterbremsen und landen. Nicht aufschlagen. Aufschlagen ist ganz uncool. Das überlassen wir unseren Triebwerksteilen, die wir gerade abgesprengt haben. So, 20, 30. Das sieht gut aus.
Da sind unsere Triebwerksteile. What? Was macht der Mun? Der Mun macht Chaos. Ich mache ein bisschen Zeitbeschleunigung, dass wir sehen, was passiert. Alter, habe ich die Teile hier auf eine Sonnenumlaufbahn geschickt? Ich dachte, die kollidieren mit dem Planet. Kommt der Mun rein, macht alles kaputt. Die Trümmer fliegen in zwei verschiedene Richtungen weg. Das ist auch interessant zu sehen. Die Carbon Periapsis ist übrigens wieder bei 68.000. Ich dachte, wir hätten so runter auf 30.000. Ist es nicht schön, wenn man so einen Mund hat? So, die crashen auch. Die machen, was sie sollen. Und die hier gehen auf Sonnenorbitkurs oder was? Ne, die... Na, vielleicht hab ich Glück und irgendwann kollidieren sie mit irgendwas. So, wir gehen retrograd. Please, ha, im Himmel, ey. Was ist jetzt los? Muss doch brennen können. So, wir haben's. Mal gucken, ob der Mund noch mal dazwischen kommt. Oder ob wir jetzt endlich Richtung Körben fliegen dürfen. Wir dürfen jetzt Richtung Körben fliegen. Tschüss, Moon. Tschüss, Moon. Hallo, Körben. So, wir düsen Richtung Körben. Und wir haben noch über 1428 Meter die Sekunde übrig. Das heißt, das ist das, was wir hätten, um rein theoretisch eine Mondlandung zu machen. Oh, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Soll aber passen. So, wir sind drin in der Atmosphäre. Ging jetzt richtig flott. Ich bin noch am Überlegen. Bremsen wir noch? Wir unterstützen das Ganze mal noch ein bisschen hier. Ich hoffe, es geht alles gut. Irgendwelche Teile werden warm. Oh, sieht aber doch ganz gut aus. Wir kommen gut runter. Noch glüht nichts. Oh, bitte nicht in den Bergen landen.
Ist der Strom alle oder was? Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Holy fuck, please, nicht. Und wenn, dann bitte auf einem Plateau, wie hier. Nur nicht Felswände, wo wir runterstürzen. Please. Ey, alles ist flach. Und was treffen wir? Den Berg. Klar. Was sonst? Liegen über Kirbins Berge. Das kennen wir schon. Das kennen wir noch nicht. So, sie gehen auf. Oh oh. Also ich kann nur hoffen, dass es da unten einigermaßen gerade ist. Sonst haben wir ein Problem. Da liegen Steine. Das sieht aus nach gerade. Oh, die ganzen Fallschirme gehen auf. Das macht Spaß. So. 900 Meter. Wir sind recht langsam unterwegs. Wir können es riskieren. Es sind alle Fallschirme auf. Nicht, dass es gleich einen Ruck gibt. Das ist sehr riskant, was ich gerade gemacht habe. Wenn er da abrutscht, dann fällt er. Und wir sind schon unter 1000 Metern. Die Frage ist, ist der Boden gerade, wo wir landen? Es sieht sehr hügelig aus, aber... Wir könnten Glück haben, dass da, wo wir landen, es glatt ist. Aber ich glaube, wenn ich das hier so sehe, das sieht nach Hang aus. Oh, holla, die Waldfee. Jetzt habe ich hab ein bisschen Muffesausen, ne? Dass der hier... in sowas landet, umkippt, runterrollt, sich dabei zerlegt und meinen Carbonauten killt. Hätten wir nicht hier landen können oder irgendwo ganz anders, wo es gerade ist, müssen wir hier mitten im Gebirge runterkommen, ja? Geht nichts über eine schlechte Flugplanung. Das müssen wir in Zukunft besser machen. So riskante Aktion. Wir treffen den einzigen Hang. Den einzigen Hang. Auf. Da ist gerade. Da ist gerade. Da ist gerade. Hier ist ein Hang. Das natürliche Talent von Nick Freizockt. Das ist genauso wie bei meinen privaten Mondlandungen. Ich treffe immer die Stelle, wo ich seitlich wegspringe, wenn ich lande. So, die letzten 50 Meter. Es könnte relativ gerade sein. Oh, das ist ein Hang. Aber er bleibt stabil stehen. Ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht auszusteigen. Merkt ihr was? Der ist gekippt.
Ich bin leicht nervös. Ich gebe es offen zu, dass ich leicht nervös bin. Okay, es hat irgendwie geklappt. Ich traue mich nicht, ihn fallen zu lassen, um irgendwas fancy zu machen. Wir holen ihn zurück. Wir sind froh, wir haben sehr, sehr viele Daten gesammelt. Es ging nichts schief, wir sind gelandet. Wir sind gelandet, wir sind nicht aufgeschlagen, wir sind nicht gestorben. Wir haben 586,1 Wissenschaft verdient. Alter Schwede. Görbensberge, damit geht's los. Flug über Körbensberge, Weltraumnähe von Mun. Direkt über Muns Hochland. In der Nähe von Mun. In der Nähe von Mun. In der Nähe von Mun. Weltraum der Nähe von Mun. Direkt über Muns Binnenland. Muns Hochlandkrater. Muns Pol. Muns Polarflachland. Muns Flachland. Muns Ostkrater. Alles 24 Punkte. Muns Rückbecken. Muns Canyon, Muns Nordwestkrater, Ostkraterwand, südwestlicher Krater, Polarkrater, Muns Rückkrater, Körbenberge, Körbenberge, Berge, Beobachtung Körbensberge, Körbensberge und Bergung eines Raumfahrzeugs, Suborbitalflugbahn über Mun war. Bergung eines Raumfahrzeugs, das in einer suborbitalen Umlaufbahn über Mun war. Dachte eigentlich, wir wären in einem orbitalen. Aber wie auch immer. Also, wir haben Mordsseins gesammelt. Wir kriegen 5000 zurück. Der kriegt 3 EP. Dummerweise kein Aufstieg. Und erster Meilenstein. Jüngster Erfolg unseres Weltraumprogramms haben wir mit dran gesagt, ne? Umlaufbahn von Mond nach Hause zurückgekehrt. 24.000. Ich bin etwas schockiert, dass wir keinen Erkunde-Mun-Auftrag mehr hatten, wo wir orbiten sollten und wo wir Vergütung bekommen haben, dass wir es geschafft haben. Archiv. Das ist der einzige, den wir verfehlt haben. Umkreise Körbin. Ne, wir suchen Umkreise Mun. Erkunde Mun. Erkunde Mun. Haben wir das gemacht? Ach, Körben. Erkunde Körben. Ich bin verwirrt. Ich hätte gedacht, dass wir hierfür mehr kriegen. Naja, wie auch immer. So, wir haben auf jeden Fall jede Menge Science. Die gilt es jetzt hier sinnvoll zu verdummen. Ich glaube, dass wir dafür rein theoretisch alles freischalten können, was wir uns aktuell leisten können. Weil es sind nur 90 Punkte. 90, also sagen wir mal 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50. Wir können tatsächlich alles in dieser Ebene freischalten. Das Verrückte ist, wir sind ja noch nicht mal gelandet. Wir könnten aber auch Teile von hier nehmen. Dazu müssten wir nur unsere Forschung ausbauen. Was kostet das denn? 401 und... Okay, dann können wir aber auch Oberflächenproben nehmen und Ressourcentransfer durchführen. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir auf dem Mond landen, dann wollen wir natürlich auch Gesteinsproben mitbringen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb müssen wir das investieren. So, und jetzt sieht das Ganze schon anders aus, denn jetzt können wir nicht nur hier investieren, sondern auch hier. So, und da haben wir nämlich größere Triebwerke mit richtig Schub. Alter Schwede. Größere Tanks, jede Menge größere Tanks mit richtig Schub. Größere Schutzaufbauten.
Und einen Greifarm, den brauchen wir noch nicht. Den Greifarm brauchen wir noch nicht. Nö. Eine schönere Antenne haben wir auch zur Auswahl. Und bessere Solarpanels haben wir zur Auswahl. Also bessere Solarpanels sollten wir auf jeden Fall rein investieren. Ich glaube, die nehmen wir direkt. Ohne lange nachzudenken. Brennstoffzelle. Ah, damit können wir Energie selbst herstellen. Oh, große Solarmodule. Ja, das ist schon witzig, was wir hier schon alles... Oh. Leute, ich bin geneigt. Ich bin geneigt, weil wir haben ja einen Moonlander. Ich bin geneigt zu sagen, das Ding haben wir zum Moon gekriegt. Das Ding können wir auch landen auf dem Moon. Lasst uns das hier mitnehmen zum Moon, um in den Kratern seismische Messungen machen zu lassen. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Ja, wir dringen in die tiefsten Tiefen, die höchsten tiefsten Tiefen unserer Forschung vor. Also, hier haben wir kleine Antriebe. Das sind so Antriebe für so, das sind so echt Mini-Antriebe. Ja, das ist 90 Punkte. Die hole ich, wenn es sein muss, auf unserem Kerbal Spaceport. Dazu muss ich nichts Großes machen. So, Aerodynamik, damit Flugzeuge bauen wir eh noch nicht. Aktuell. Das hier könnte interessant sein, weil es die besseren Landebeine hat. Und damit könnten wir eventuell sicherer landen. Und wir haben ein Startrettungssystem hier mit drin. Das könnte interessant sein. Ich würde sagen, weil das interessant sein könnte, kaufen wir das auch. Ich bin echt gerade am Überlegen, ob ich rückwärts gehen soll. Das ist blöd. Das hier ist was, das brauche ich überhaupt nicht. Kostet 90 Punkte. Muss ich aber machen, dass ich das hier bekomme, damit ich damit das hier bekomme, was ich haben will. Alter Schwede, jetzt wird's richtig interessant. Guckt mal, was wir hier für eine Science haben. Spektrovariometer für Atmosphärenmessungen. Geländeabtaster. Ich glaube, der kann sogar Biome finden. Oberflächenabtastermodul, oder kann der Biome finden? Und dann noch so ein Infrarotteleskop. Puh. Ich glaube, das und das zusammen zeigt dir die Biome an. Okay, nicht ablenken lassen. Wir kriegen es gar nicht zusammen. Fuck.
Wir kriegen sie gar nicht zusammen. Das hätte ich gerne gehabt. Ach Mist, das hätte ich echt gerne gehabt. Aber wir mussten in das und das investieren. Und das hat echt so viele Punkte abgezogen, dass ich keine 300 mehr übrig habe für das hier. Gott, ist das brutal. Ja komm, dann nehmen wir die besseren Landungsbeine mit. Ich bin echt am Überlegen. Es ist aber auch Scheibenkleister. Gut, dann heben wir das auf. Nach unserem nächsten, wie auch immer, wenn wir wieder Seins haben, gehen wir hier rauf. Das ist vorgemarkt. Ja, das ist vorgemarkt, weil dann können wir seismische Messungen auf dem Mond machen. Und das ist schon Bombe. Das geht dann richtig, richtig, richtig voran. So, Retter aus der Umlaufbahn. Touristen, die zum Mond wollen, ne? Ja. Nee. Wir haben genug Aufträge. Wir haben genug zu tun. Ich würde sagen, wir gehen diese Mundrettung gehen wir als nächstes an. Das heißt, wir schicken vermutlich. Nee, wir müssen bemannt schicken. Wir müssen schon bemannt schicken. Moonländer 1 laden. So, damit sind wir gekommen bis zum Mond. Die hier können wir mal wegnehmen. Die brauchen wir nicht mehr, diese aerodynamisch ungeformten Drecksdinger. Dann ersetzen wir hier die Beine gegen wo sind jetzt die stabilen? Lass mich raten. Ich dachte nur, das wären die guten. Ne, das hier sind die guten. Ja, die halten uns richtig weit oben. Ja, das sind die guten Beine. Wir hatten die ganze Zeit diese Mikrolandebeine. Die sind nicht so stabil. Und auf denen dotzelst du dann normalerweise rum. Mit denen hier sollte die Landung auf jeden Fall besser vonstatten gehen, weil die sich auch weiter auseinander spreizen. So. Das machen wir ab. Das machen wir ab. Wir müssen jetzt Gewicht sparen. Das machen wir ab. Die Dinger machen wir weg. So, dann setzen wir hier eine Crew-Kapsel drunter. So.
So, setz mal die Fallschirme neu. Ist zu weit drin. So passt's. So, setz mal die Fallschirme neu. Jetzt brauchen wir die neuen Solarpanels. 3x2 oder 1x6? Holy f... joking. Das sieht scheiße aus, oder? Achtung. Ah ja, es könnte unter Umständen funktionieren. So, ich hatte gerade einen Maushänger. Die Frage ist, wie schwer sind wir? 2,4 Tonnen. Ich soll's Fairing bauen, okay. Komm, geh hoch. So, da hätten wir ein Fairing, was uns helfen würde, dass wir hier nicht mit diesen ganzen Instrumenten und so weiter Luftwiderstand erzeugen. Wir erzeugen hier unten genug Luftwiderstand. Aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Nee, ich glaube, wir machen das wieder weg. Das hier macht so viel Luftwiderstand, was hier in der Mitte rumhängt, dann machen die zwei Dinger da auch nichts mehr. So, was brauchen wir noch? Wir haben neue Tanks, wir können neue Raketen bauen, wir haben diverse Möglichkeiten dazu bekommen. Oh. Wir haben Starter dazu bekommen. Wir haben bisher nur ohne Starter gearbeitet, ne? Jetzt haben wir Starter dazu bekommen. So, das muss alles zünden. Dann sprengen wir die weg. Dann haben wir nur noch die Hauptstufe, die brennt. Dann sprengen wir das weg. Dann haben wir die Stufe, die brennt. Dann sprengen wir die weg. Und dann haben wir das. Und das hier ist immer noch gesperrt. Das sieht ganz gut aus. Guck einfach nur mal weiter durch, ja, weil es ist irgendwie... Triebwerksplatte. Triebwerksplatte? Ich blick's nicht. So, Wartungsbucht, Dienstmodul, Wartungsbucht mit abspringbaren Türen, nicht per Hand öffnen. Da kann ich Kram reinbauen, wie, ja, ich weiß, für was das ist. Könnte ich jetzt einen Moonlander reinbauen, einen kleinen,
der, wenn er dann oben ist, aufgesprengt wird, dann könnte ich mich rumdrehen, könnte dort andocken, könnte damit zum Mond fliegen, könnte dort umsteigen, könnte dort runter, so wie die richtige Apollo-Mission. Dass wir dann nicht so ein Zeug da dran hängen haben. Aber wir gehen das ein bisschen rudimentärer an. So, wir haben neue Antennen, das wollen wir nutzen. Diese komische Ding da, die kommt weg. Und dafür kommt eine richtige Antenne dran. So, Antenne ausfahren. Das, oh nein. Seht ihr, deshalb habe ich es getestet. Dass er nicht vorne vor der Tür ist und den Ausstieg blockiert. So, Antenne ausfahren. So, damit können wir dann richtig senden. Antenne einfahren. Denn diese Antenne, die hat 2 Gigameter oder sowas. Also, die kann richtig weit senden. Und hat auch eine gute Bandbreite mit einer guten Paketgröße. Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nur, die ist gut. Ja, die hier war 5M. Die ist 2G. Also besser. So, science-mäßig haben wir leider nichts dazu gewonnen. Aber wir sind ja auch da. Dieses Schiff hier, das ist ja ein Rettungsschiff. So, deshalb nennen wir das jetzt auch um in Nun-Mun-Turi-Rettung. Kann er das speichern? Ich habe keine Ahnung. Kann er wohl speichern. So, und damit haben wir die Kapsel gesetzt, gebaut. Und wir werden wahrscheinlich einen Piloten mitschicken. Ich würde sagen, da können wir den Linhalt mal mitschicken. Das ist ein Ein-Sterne-Pilot. Ich hoffe, ich denke dran in der nächsten Folge. Denn hier mache ich jetzt erstmal Schluss. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich muss hier Schluss machen, weil einen Mondflug kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Wir sind schon 48 Minuten wieder in der Aufnahme. Und beim nächsten Mal machen wir dann eine Mun-Rettung. Das heißt, wir fliegen da hoch, gehen in den Mun-Orbit, gleichen unseren Orbit dem anderen Orbit an und retten dann den, der dort unterwegs ist und hoffen, dass er uns hilft. Eventuell können wir auf dem Rückweg dann auch noch den mitnehmen, der im Kerbin-Orbit ist. Weiß ich nicht, da fliegt ja auch noch einer rum. Und vielleicht können wir das sogar miteinander verbinden, wenn man eine Herausforderung mit einem Rettungsflug zum Mun und zurück praktisch 2 Leute zu retten in 2 verschiedenen Orbits. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und das alles sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin raus, ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.